Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games mit dem zweiten Themendeck des aktuellen Sets Sturm am Firmament. Und dieses Themendeck heißt Wasserwut, Kamera, hast du Lust? Ja, Kamera hat Lust. Wasserwut mit Pflanzen, mit Feuer- und Wasser-Pokémon, so rum. Ich habe das Ganze schon aufgerissen, wie beim letzten Themendeck, um das etwas zügiger zu machen. Und wie immer zeige ich euch, was hier schickes drin ist. Den Spielplan, den zeige ich jetzt nicht nochmal, da guckt euch das letzte Video an. Da ist auf der einen Seite Gewalt drauf, auf der anderen Seite Zoompacks drauf. Hier haben wir unsere Schadensmarken. Eine kleine Hilfe zum Spielen, eine kleine Anleitung. Die Deckbox, die mit dabei ist. Eine Zoompacks-Münze. Auch sehr, sehr cool gemacht diesmal. Natürlich wie immer die Codekarte fürs Online-TCG. Und ebenfalls wie immer in den Themendecks die Holo Zoompacks-Karte, die es nur in dieser Version in diesem Themendeck gibt. So, das brauche ich euch nicht mal zu erklären, das wisst ihr, Schadensmarken und so ein kleiner Spielplan ist logisch. Und wir gucken uns jetzt das Set an, denn das Gewaltro-Set hat mir vom Angucken her schon ziemlich gut gefallen. Also wie gesagt, ich habe da auch momentan vom aktuellen Meta im Pokémon TCG relativ wenig Ahnung, muss ich so sagen, wie es ist. Aber so vom Durchgucken sah es schon nicht schlecht aus. Wir gucken jetzt, was das Zoompacks-Deck sagt, ob man das auch gescheit spielen kann. Und wir fangen an mit Wasserenergie. Mechkargo. Professor Kukui, Wasserenergie, Feuerenergie. Nachahmerin, Eneko, Wasserenergie, Köderball. Schneebedeck als Wasser-Pokémon. Mask Royal. Enekoro, Lilly, Hydropi, Feuerenergie, der Apikoko-Hersteller, das Fluchtseil, Nestball, Rexbizarre als Wasser-Pokémon, Morabel, Hyperball, Lady, Schneckmack, Kokui, Hydropi, Eneko, Quaffwaff, Enekoro, Tali, die Rettungstrage, Feuerenergie, der Timerball, Wasserenergie, nochmal ein Zoompacks, Nestball, Ben und Svenja, Dummiesel, Tausch, Schneebedeck, Schneckmark, Tali nochmal, Morabel, Wasserenergie, noch Rexbizarre und Hydropi, ein Rotom Frost, auch nicht schlecht, und eine Wasserenergie zum Schluss. Sieht auch nicht schlecht aus. Also, ich kenne ja die Themendecks nur schon eine ganze Weile. Ich habe die Themendecks ja, seitdem ich für Gate of the Games die Videos mache, nur schon seit fast 2-3 Jahren immer wieder bekommen von denen. Und ich kenne die Themendecks, wie sie zum Anfang aussahen und wie sie jetzt aussehen. Und ich muss sagen, sie machen die Themendecks momentan sehr, sehr gut, weil sie sich wirklich auf größtenteils auf die Pokémon beziehen, die sie auch reinpacken mit den Energien dazu. Und man muss nicht mal mehr viel dran rumschrauben und rumändern. Also, ich würde sagen, dass beide Themendecks, sowohl das Pflanzen-Themendeck als auch das Wasser-Themendeck hier, sehr, sehr gut sind. Gerade für Anfänger, was auch natürlich dafür gedacht ist, für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist. Und also ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf beide, einen Kumpel habt, dann holt sie euch beide, spielt damit, spielt mit dem Kumpel. Das ist das Wichtigste beim Pokémon-TCG-Spielen, üben und spielen. Und ich finde es nicht schlecht, kann man auf jeden Fall nutzen. Man kann natürlich immer ein bisschen was dran rumändern und rumprobieren, was gut reinpasst an Pokémon noch oder was gut reinpasst an Items. Das ist natürlich, da ist eure Freiheit und eure Kreativität kaum eine Grenze gesetzt, das ist ganz klar. Aber ansonsten gibt es von mir auf alle Fälle 2 Daumen hoch für beide Themendecks. Echt gut gemacht diesmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.